Schlafen tust nicht gut vorher. Du wirst in der Nacht munter und der erste Gedanke ist halt, du bist in Kitzbühel. Es war sicher eine von meinen gefährlichsten Entscheidungen, aber wenn du mal in der Stadt hinten drin bist, du gehst nicht raus. Ich mir tatsächlich oben am Start ab und zu mal über das Leben der Gedanken gemacht. Gell? Bei der ersten Besichtigung habe ich mir einmal umgeschaut und eigentlich, das kannst du eigentlich gar nicht fahren. Gell? Wenn es Kitzbühel jetzt Bauerndaten erst. Die Strecke wird von der FIS nicht akzeptiert. Nie verjungdatzen den Streckenbauer. Wenn du dich nicht konzentrierst, nachher wirft es dich an. Und genau den Druck spürst du immer irgendwie mit, dass es einfach gefährlich ist. Wie ich da hingefahren bin zur Seidelalm, irgendwas hat nicht gestimmt. Ich war einfach furchtbar schnell unterwegs. Es hat da bam bam gemacht und vorbei war es. Hermann hat damals gewonnen. Das Risiko, das hat sich bei ihm ausgezahlt, weil er es einfach da vorne hat. An solchen Tagen merkt man dann, wie knapp Sieg und Niederlage zusammenliegt. Wenn es gewinnen willst, dann musst du natürlich auch was riskieren. Die Erlebnisse auf der Schreif, die vergisst du nie. Der Eberhard, der so oben am Start ist, oft hat er sich so hingelegt und dann, mir geht's heute so schlecht. Und nachher hat er sich repariert. Der ist über die Hausbergkanten so weit gesprungen und riskiert da drüber mit einer direkten Linie, das war völlig am Limit. Allein wie der in die Traversen reingefahren ist unten. Wenn sich das jetzt auch noch ausgeht, Respekt. Kitzbühel, das sollst du schon gewonnen haben. Für das kämpfst du 20 Jahre und dann kriegst du das in einen Tag zurück. Den Moment, den möchtest du auf ewig gehalten. 30.000 Leute brüllen da unten deinen Namen. Du stehst eigentlich da so über die Leiter und du kannst wirklich unten das Menschenmeer genießen. Du musst nachher auch die ganze in der Hand halten, möchtest du dann am liebsten jeden umarmen. Du reißt die Hände in die Höhe und denkst dir, boah, dieser Moment, der könnte dein ganzes Leben so bleiben. Also da stellt man jetzt noch die ganze Haut auf. Gut, besser, Gösser. Seit 25 Jahren Partner des ÖSV.